So, also so wollte ich gerade sagen, gefällt mir das nicht. Ich möchte das lieber ganz da in die Lücke reinbauen. So, jetzt habe ich drei Bierbrauereien. So, das bedeutet im Grunde, dass ich die... Ja, ich könnte eigentlich, ja gut, wenn ich direkt noch Brot produziere, dann kann ich die komplette Brot- und Bier... die komplette Brot- und Bierversorgung wegschicken. Also umleiten. Das war das Wort, das ich sagen wollte. Komm, bauen wir mal hier relativ da so am Rand. Ich brauche also noch mehr Weizen. Eins und zwei, drei und vier, fünf und funktioniert das so? Ich weiß es gerade nicht. Eins, zwei, drei. Eins, zwei Eine und drei. Produktion kommt zum Erliegen. Den Rand. Zwei, drei. Eins, zwei und drei. Da kann man also schon mal Eine Produktion kommt zum Erliegen. Steinwege legen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Gut. So, da haben wir jetzt Weizen. Für das Weizen kommt hier noch eine. Ach, schade, das hätte so gut. Aber ich kann ja das Ganze ein bisschen umlegen. So, dann kann ich da nämlich eine Mühle reinstellen. Zack. Mühle Ihre 1. Wasservorräte werden knapp. Wo jetzt genau? Hier? Direkt nachlegen. Da auch direkt nachlegen. Und da nachlegen. Gut. So, wo war ich jetzt genau? Hier kann ich jetzt also noch eine Mühle hinpacken. Und also ein Brotdingen, am besten gleich zwei. Eine Produktion kommt zum Erliegen. So, und den Quark hier beobachte ich jetzt. So, das heißt, ich kann jetzt diese Einer Ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Brot- und Bierdings kann ich umbenennen und zwar in Wolfshafen, schreibt man das mit V eigentlich? Nein. Wolfshafen, Komma, Brot und Bier. So, das heißt, das wird nicht in Goldfurt ausgelagert, sondern hier. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Wandert Brot hin, da wandert Bier hin. So, lagern wir mal ruhig. Machen wir mal ruhig so. Gut, Brot und Bier haben die jetzt erstmal. Ein fairer Handel. Dann Der kümmere ich Sultan mich. wäre erfreut, würdet ihr Sie mir vollen diesen Auftrag Dienst an, versenken Sie das erweisen. Flüchtende. Nein. Entschuldigt das Missverständnis. Ist nicht so schlimm. Du kannst nichts dafür, dass du ein bisschen dumm bist. Für Bücher benötige ich Papier und Indigo. Produziert Bücher.
Ah, verstehe. Habe ich eine Orientinsel, wo ich noch... Hier habe ich Indigo. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Und hier habe ich Indigo. Warte mal. Ich habe einmal eine komplette Bücherladung. Die kommt von da. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Goldfeldkräuter, Perlenketten. Teppich und Kaffee. Ich glaube, ich brauche Indigo sowieso. Die Details bleiben besser unter uns. Ich habe ja hier diese Insel, die ich jetzt für Perlen mir geholt habe. Wenn ich da jetzt also... Warte mal, wo ist denn unser orientalischer Freund? Ihr seid zurück. Ich könnte jetzt ja schon... Da haben wir's. Alles klar. Indigo-Saat haben. Gebrauchen können. Das heißt, die pflanze ich hier aus, produziere hier Indigo und liefere das da hoch. Und produziere dann hier selber Bücher. Das bedeutet, ich brauche für so eine Papiermühle, benötigt einfach nur Holz. Bauen wir hier mal so zwei Papiermühlen hin. Diese Papiermühlen bekommen ihr eigenes Markthäuschen. Und direkt Steinwege. Sieh es als Sicherheit. Für dein Leben. Ja, okay, lass mich bitte in Ruhe. Es geht doch. Das geht doch. Okay, hier produzieren wir jetzt erstmal Papier. Und gut, bis mein Schiff, wie heißt das Ding noch gleich? Bis meine Möwe im Orient angekommen ist, vergeht noch ein bisschen Zeit. Das heißt, ich kann jetzt gleich erstmal gucken, was ich hier noch geschafft habe. Also Essen. Gut, Gewürze, da habe ich ja zwei Lieferungen. Das heißt, die Gewürzlieferung bleibt bestehen. Fisch hole ich mir selbst. Brot müsste von alleine funktionieren. Bier. Ja, Bier produziere ich jetzt selbst. Müsste theoretisch auch funktionieren. Most produziere ich auch selbst. Leinkutten und Lederwämser produziere ich selbst. Bücher versuche ich jetzt selbst zu produzieren. Das heißt, wenn das Indigo-Problem erledigt ist, dann kann ich theoretisch die nächste Versorgung kappen. Denn hier müsste es ja schon losgehen mit Brot und Bier, ja. Gewürze habe ich schon. Wie sieht das denn eigentlich aus mit den Gewürzen? Das hier ist die erste Gewürzlieferung. Das sind immer 120 Tonnen. Und Wolfshafen sind auch 120 Tonnen. Das scheint also ganz gut zu funktionieren. Das lassen wir erstmal so stehen. Was ist mit der Insel? Hat die... Nee, die hat keine Gewürze. Die hat halt auch Kaffee. Das ist schon mal praktisch. Das ist so aufregend. Was hat denn die Insel hier? Die hat sonst noch Most und Hanf. Ich könnte also hier drumherum theoretisch auch noch Most und Hanf abbauen und noch irgendwas. Ach, schau mal hier. Das ist sehr praktisch, alles.
Ich könnte auch allgemein. Produktion kommt zum Erliegen. Ich lasse die Flussläufe erstmal offen. Ich muss das später mal ein bisschen optimieren. So, ich okay. Habe außergewöhnliche Waren für euch. Laber nicht rum, gib mir die Saat. Abgemacht. Abgelehnt. Was? Dies sind die Baupläne, die ich euch jetzt zur Verfügung stellen kann. Da hältst du mich für doof? Orientalisches Markthaus. Okay. Machen wir dahin und direkt daneben der Noria. Dann kann ich hier... Warum kann ich das nicht bauen? Da fehlt mir Holz. Ich kotze im Strahl. Okay, auf der Insel habe ich ja genug Holz, Werkzeuge und Steine, alles klar. Ein Feuer wütet in ihrer Siedlung. Wo denn jetzt? Das gibt's nicht. Was ist das hier? Das ist doch ein Zimmermann. Ja, genau, der kommt natürlich genau da nicht ran. Bauen wir den... Zimmermann etwas weiter nach oben. Auf einer Insel ist ein Sandsturm aufgezogen. Wo denn das jetzt? Ja, okay, das ist nicht meine Insel. Interessiert mich nicht. Okay, so, du gibst jetzt die Die Indigo-Saat aus. Die Saat ist ausgebracht. Ja, ausgebracht. So, und dann fährst du jetzt hier noch hin und holst mir Holz, Steine, Werkzeuge. Brauche ich überhaupt Steine dafür? Ich weiß es gerade gar nicht. Ne, Werkzeuge und Holz. Das ist alles. Gut. Dann muss ich hier oben nochmal schnell ein neues Schiff bauen. Ich kann ja jetzt hier schon mal zwei Druckereien bauen. Mal schauen, wie schnell wir da vorankommen. Ich befürchte nämlich beinahe, dass ich hier nochmal so ein Lederwimser-Dings abreißen muss. Aber ich glaube, dass das sowieso zu viele sind. Aber ich muss es beobachten. Ich weiß es gerade nicht. So, ich mache mit dem Schiff direkt eine Route. Und zwar, wo soll das hin? Genau, das soll nach Goldfurt. Diese Handelsroute heißt also Goldfurt, Komma, Indigo. So, da wird jetzt ein Konto hinzugefügt, nämlich dieses. Da wird eingeladen, Indigo... Durch alle drei Kammern. Und ausgeladen wird das hier. So. Und dafür nehmen wir die Ondina. Fertig. Die Route steht. Ein Rohstoffvorkommen ist fast erschöpft. Ah, ich guck sofort. Ach genau, du sollst ja hier erstmal Holz und Werkzeuge. Ich denke mal, die Strecke ist eine lange. Was fehlt denn? Wo denn? Das hier? Ist gut. Zum Glück kann man das machen.
Okay, soweit, so gut. Dann kriegst du jetzt hier erstmal Indigo. Hier brauche ich 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Eins, zwei, drei, vier. Okay, das funktioniert so nicht. Aber so. Okay, zwei Indigo-Felder. Dann will ich da noch ein. Ne, das war dumm. Setzen wir das ruhig noch ein. Hör auf immer zu nicken. Fünf, okay. Ich hier noch eins zwischen? Ich bin mir da eigentlich nicht so sicher. Zwei. Drei, vier. Nee. Passt nicht. Egal. Was mache ich denn da? So. Eins, zwei. Eins, zwei. Drei. Vier und fünf. Eins, zwei, drei, na, es passt auch wieder nicht. Ich kotze im Strahl. Aber gut, ich kann das ja ein bisschen in die Richtung hier setzen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, hä? Der Sandsturm ist vorüber. Moment. Ich kann das sogar noch einen weitersetzen. Machen wir mal so. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren. Ach ja, Mann, ich weiß es. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Eine Produktion kommt zum Erliegen. So, okay. Feind, das Weite. Das war dann wohl ein Missverständnis. Geh woanders nerven. Gut, ich brauche jetzt hier noch eine Noria, eher so da. Hallo. Achso, ich muss ja bauen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Eins, zwei. Drei, vier, fünf. War. Da fehlt jetzt noch ein Weg.
So, den ersten haben wir. Betrachtet diese Baupläne als Geschenk unseres Volkes. Mach ich. Okay, das war jetzt auch fast nur semi-klug, weil... Weg. Okay, hier will ich noch ein Indigo-Part reinpacken. Mal schauen, ob das funktioniert. Also, 1, 2, 3... 4 und 5. So weit geht's. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Noch ein bisschen Weg daran. Erweitern wir einfach den. So, und dann habe ich erstmal Indigo. Wie viel Speicherplatz habe ich auf dieser Insel hier? 55 Tonnen. Ah. Hm. Wäre vielleicht sinnvoll, wenn ich... Ich meine, wenn das hier aus dem Orient kommt, dann ist mir jetzt erstmal egal. Lass ich erstmal so stehen. Gut, dann müssten die jetzt also auch bald Bücher haben. Das heißt, schauen wir mal die ganzen... Das sind Gewürze für Goldfurt. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Goldfurt Gewürze. So, das Glas. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Die Bücher kann ich jetzt nach Wolfshafen. Wolfshafen mit F. Wolfshafen Bücher. Goldfurt weg, sondern Wolfshafen. Dort werden die Bücher ausgelagert. So, Most. Das ist auch Wolfshafen. Teppich Kaffee ist Orient. Leinkutten. Das ist auch Wolfshafen. Gewürze Wolfshafen. Perlenketten. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Goldfurt Kräuter, Goldfurt Indigo. Perlenketten. Mal, wir machen das hier eigentlich anders. Eigentlich heißt das. Wolfshafen Gewürze. So, dann weiß ich nämlich, die Perlenketten sind Orient. Das Glas bleibt Goldfurt. Goldfurt, Wolfshafen. Stimmt. Wolfshafen Leinkutten, stimmt. Wolfshafen Gewürze, stimmt.
Okay, also das stimmt also erstmal. Gut. Dann müsste die Insel ja hier gleich mit Waren überschwemmt werden. Brot und Bier sammelt sich schon. Leinkutten, das stimmt ja eh. Und Gewürze passt auch. Okay, bis jetzt habe ich hier noch keine Bücher. Woran liegt das? Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ja, okay, vielleicht weil das schon eine ganz schöne Strecke ist. Kommen aber gerade zwei Schiffe an. Most. Und irgendein anderes. Da kommt noch eins. Das ist Brot und Bier. Wo ist denn das Schiff, das die Bücher transportiert? Das eiert da gerade rum. Ja gut, hat aber gleich Bücher. Okay. Dann lasse ich das jetzt noch ein bisschen steigen, gieße mir einen Schluck Tee ein und nach der nächsten Pause werde ich die also alle aufsteigen lassen. Da. Wo bleibt denn das Bücherschiff? Da, ne, das sind auch Leinkutten. Okay, das muss ja auch nur direkt rüberfahren. Das ist das Bücherboot. Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit. Wieso fährt denn das? Ja, okay, es macht wahrscheinlich mehr Sinn, wenn ich den Einer hier angebe. Ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Dort die Bücherauslager. Dann entferne ich die Brise kurz und packe sie wieder hinzu. Jetzt fährt das Boot noch einmal diese Kurve, weil, ne, habe ich zu spät gewechselt. Dann interessant wäre es jetzt zu sehen, ob erstens die ganzen Rohstoffe reichen für die Insel und ob die Entfernung reicht und ob sich diese dann selbst versorgen kann oder ob ich die wirklich entfernen muss. Denn mein Plus ist natürlich gesunken, ist klar, weil ich wieder Wirtschaftsgebäude gebaut habe. Ich glaube fast, ich produziere zu viele Lederwämser. Ich glaube,